Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a der neuen Mittelschule Weidensfeld. Das überregionale pädagogische Beratungszentrum Hören in Kärnten. Und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Mr. Kugelrund. Mr. Kugelrund wohnte in einem kleinen Dorf am Waldrand. Das Dorf hatte 4 Häuser. Seine Nachbarn hießen Mr. Roboter, Miss Liebe und Miss Mysteriös. Mr. Kugelrund wohnte in einem riesigen Haus mit einer riesigen Tür, damit er durchpasste. Weil er so dick war, hatte er einen übermenschlichen großen Vorrat an Essen. Ein ganzes Frühstück war beinahe so groß wie ein Wochenvorrat und ihr wollt gar nicht wissen, wie groß sein Wochenvorrat war. Er war jedoch verliebt in Miss Liebe, die jedem half und sehr nett war. Doch er war schüchtern und hatte immer Hunger. Welchem Mädchen gefiel das? Am nächsten Tag traf sich Mr. Kugelrund mit seinem besten Freund Mr. Roboter, um ihm von seiner Lage zu erzählen. Dieser antwortete: Ich kann dir einen guten und romantischen Tanz zeigen. Und dann fingen sie an zu tanzen. Sie vergaßen dabei, dass sein Freund bei zu starker Anstrengung überhitzt. Der Tanz war wirklich sehr gut. Doch nach ein paar Minuten gab Mr. Roboter den Geist auf. Er fing an zu rauchen, fiel um und rührte sich nicht mehr. Doch Mr. Roboter war gut gebaut und nach ein paar Sekunden stand er wieder auf. Und Mr. Kugelrund lief zu ihm und meinte: Du brauchst Öl, und zwar ziemlich viel. Und weil er für den Notfall immer einen Ölkanister für seinen Freund mit hatte, gab er ihm davon. Am Abend ging Mr. Kugelrund nach Hause und übte den Tanz von Mr. Roboter. Weil er so kugelrund und dollpatschig war, stolperte er einige Male. Aber er kam immer wieder alleine auf und es machte ihm Spaß. Am nächsten Morgen, nach einem genüsslichen und üppigen Frühstück, bekam er einen Anruf von Mr. Roboter. Du musst mir helfen. Mein Motor funktioniert nicht mehr ganz. Und schon machte sich Mr. Kugelrund mit seinem Werkzeugkasten auf den Weg. Aber das war keine gute Idee. Denn er war ein sehr schlechter Handwerker und er konnte Mr. Roboter leider auch nicht helfen. Denn dieser fungierte auf einmal als Durstmaschine und konnte Durst produzieren. Das war für Mr. Kugelrund sehr praktisch, weil er gerade Hunger hatte und er verdrückte ein paar Dursts. Nach ein paar Versuchen schaffte Mr. Kugelrund es aber trotzdem, Mr. Roboter zu reparieren. Und sie konnten wieder ihre Tanzübungen machen. Das machten sie von nun an jeden Tag. Mr. Kugelrund wurde sogar ein bisschen sportlich und auch selbstbewusster. Bei einem Spaziergang traf Mr. Kugelrund eines Tages Miss Liebe. Sie fragte ihn: Warum bist du so traurig? Mr. Kugelrund entgegnete: Ich bin so dick und mich mag keiner. Ich mag dich schon. Du bringst doch jeden zum Lachen, meinte da Miss Liebe. Und dieser Satz zauberte ein breites Lächeln über Mr. Kugelrunds kugelrundes Gesicht. Er traute sich sogar, Miss Liebe zum Tanzen einzuladen. Sie kam auch mit ihrer Freundin Miss Mysteriös. Und ab nun tanzten sie jeden Nachmittag zu viert und hatten viel Spaß miteinander. Mr. Kugelrund hatte immer den Ölkanister für seinen Freund dabei und wisst ihr, was er von Tag zu Tag mehr verlor? Seinen Hunger.